Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Zweites Video heute gibt's natürlich wieder auf Deutsch. Das erste war mal wieder auf Englisch. Musste auch mal wieder sein für die ganzen Ami-Yugi-Tuber. Die wollen ja auch wissen, wer hier auf der DM 2014 gewonnen hat. Platz 3 gucken wir uns jetzt an. Ist auch ein Bujin-Deck von Benny. Und das Bujin-Deck ähnelt stark meinem Bild, den ich auf der DM gespielt habe. Gefällt mir also auf jeden Fall sehr gut. Und die nächsten Tage gibt es dann noch sehr viele andere Videos zum Thema DM, das heißt meine Ausbeute, wie ist es für mich gelaufen. So viel kann ich schon mal verraten, Platz 122, das heißt mit einem Bujin-Deck eine Bujin-Matte abgegriffen, richtig nice, freue ich mich. Und dann gibt es natürlich auch noch Opening-Videos und wieder eine legendäre Dia-Show in den nächsten Tagen. Von daher lasst euch die Videos nicht entgehen. Und jetzt gucken wir einfach mal hier das drittplatzierte Deck an von der DM, auch Bujin, hat zwei Hirumen gespielt, nur ein Mikatsushi, drei Yamato, zwei Turtle, zwei Hasen, ein Arasuda, ein Quilin, drei Kranich, ein Honest und zwei Maxei Main, habe ich ja auch gespielt, dann ein Soul Charge, hatte ich auch, ein Random drinne, kam bei ihm nicht so prall, bei mir auch nicht unbedingt, also der wird wieder rausfliegen, zwei Bujin Carnation reichen auf jeden Fall aus. 3 Pot of Duality, 3 Mystical Space Typhoon, ein Book of Moon, 2 Lands, 3 Tanky und das Fine Lineup, eine BTH, ein TT, 2 Breakthrough Skill, 2 Emptiness und ein Solemn Warning. Ist fast identisch mit meinen. Ich habe nur hier anstelle von dem TT einmal das Schwert gespielt. Extra Deck, ein Kagutsushi, 3 Susanoo, ein Ragnar Zero, ein Omega, Tiger King, Black Strip of Corn, ein Arc. Exton hat er nicht drin gehabt, wer weiß, vielleicht hat er keinen besessen. Dann ein Heartland Draco, ein Direwolf, ein Paladynamo, Tsukuyomi, Abyss Dweller und Cowboy. Side Deck sind auch 1, 2, 3, 9 Karten identisch, nein 10 Karten sogar identisch mit meinem Sideboard. Da haben wir ein Maxey, 2 Krähen, 2 Effect Dweller und eine Mind Control, die ich auch gespielt habe hier. Dark Hole, ein Side-Deck, eher fragwürdig meiner Meinung nach. Zweimal die Schwerter, zwei Staubtornado, hatte ich auch einen im Side. Zwei Deep Prison und die zwei Hörner, die heutzutage mehr oder weniger schon Standard sind im Side-Deck, also hatte ich auch drin. Soweit hier zum drittplatzierten Deck von der DM 2014, auch Bujin, was dem 66 Flake natürlich richtig gut gefällt. Ja, und guckt wie gesagt die Videos die nächsten Tage noch an, Openings und alles Mögliche. Die ja schon. Bleibt dran, euer 66 Flake.